Om Namah Shivaya. Chidanand Chidanand Chidananda Hum Harahalame Almasta Satchit Ananda Hum. War eine der Lieblingslieder von Swami Shivananda, der dieses Lied auch mit dem anschließenden englischen Text immer wieder gerne gesungen hat, denn dort ist die Essenz des gesamten Yogas drin. Chidanand, Chidanand, Chidananda Hum. Ich bin Wissen, Chit und Wonne oder Bewusstsein und Wonne. Harahalame Almasta. Und was auch immer geschieht, ich bin Sat Chit Ananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Vedanta, aus diesem yogischen System stammen diese Sätze. Vedanta ist vielleicht das optimistischste aller Philosophiesysteme, die man nennen kann, und letztlich die Grundlage für dieses spirituelle Übungssystem des Jnana-Yoga. Es sagt nämlich, was auch immer geschieht, du bleibst immer Satchit Ananda. Zum Beispiel heute haben viele Teilnehmer der 2-Jahres-Yoga-Lehrer-Ausbildung ihre Prüfung bestanden. Ihr seid jetzt alle Satchit und sehr viel Ananda. Können vielleicht gerade mal alle aufstehen, die heute ihre Prüfung bestanden haben. Dann könnt ihr euch wieder hinsetzen. Gut, und einige haben jetzt gerade die 2. Etappe ihrer 4-wöchigen Yogalehrerausbildung begonnen. Andere sind schon eine Weile Yogalehrer. Am vorigen Wochenende hatten wir schon mal ein Yogalehrerprüfungswochenende. Da war es nicht so wie diesmal. Da haben nämlich eine ganze Reihe nicht bestanden. Aber ob man jetzt eine Prüfung besteht oder nicht, gut, die können Sie natürlich wiederholen, ist jetzt auch nicht weiter tragisch, hat man zusätzlichen Grund, noch mal ins Haus Yoga Vidya zu kommen und die spirituelle Atmosphäre zu genießen. Egal, was passiert, wir bleiben immer Sein, Wissen, Glückseligkeit. Und darauf können wir uns immer wieder zurück besinnen. Die Welt ist, wie sie ist, mal schön und mal weniger schön und manchmal noch schöner. Die Menschen um uns herum sind manchmal nett und manchmal sehr nett. Und manchmal meinen sie es nur nett. Und vielleicht noch nicht mal gegenüber uns. Menschen sind so, wie sie sind. Ereignisse sind so, wie wir sind. Und auch, wie sie sind. Und wir selbst sind auch, wie wir sind. Manche wachen morgens auf und sind guter Laune und manche wachen morgens auf und sind toller Laune. Und manche bedauern die gute Laune, die sie gestern hatten und denken, sie werden niemals mehr guter Laune sein. Das ist der Vorteil, wenn man ein paar Jahre mehr so hat, dann weiß man, vielleicht schon aus Erfahrung, auf Winter folgt Frühjahr und auf Frühjahr folgt Sommer und auf Sommer folgt Herbst und auf Herbst folgt Winter. Seitdem man lebt in Los Angeles, da habe ich auch mal gelebt. Aber da gibt es auch andere Arten von Jahreszeiten. Gut, und so weiß man auch, egal selbst wie ich selbst gestimmt bin, ich bleibe immer Sat Chit Ananda. Deshalb sage ich gerne, Jnana-Yoga ist der Entspannungs-Yoga. Es gibt keinen Leistungszwang und keinen Leistungsdruck. Wir müssen weder uns selbst noch irgendjemand anderem irgendetwas beweisen. Wir sind Satchit Ananda. Natürlich, auf dem Hintergrund des Jnana-Yoga gibt es da noch anderes als Karma-Yoga. Gibt es natürlich, wir müssen unsere Pflichten erfüllen, unsere Aufgaben erfüllen. Wir haben Pflichten gegenüber Partner, Kinder, Eltern, unserer Nachbarschaft, der Gesellschaft, der Gemeinschaft. Wir haben Verpflichtungen auf vielerlei Hinsicht. Wir spüren vom Herzen her, unabhängig von Pflichten. Wir spüren vom Herzen her, hier will ich mich engagieren, da will ich etwas machen. Wir müssen uns um uns selbst und andere kümmern.
Natürlich, Raja-Yoga sagt einem auch, ein Sinn des menschlichen Lebens ist es, die Kräfte zu erfahren, die in einem selbst und in der Welt drinstehen. So sind Menschen ja auch irgendwie ein Abenteuergeist drin, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Menschen suchen immer weiter und wollen sich immer weiter entwickeln. Oder wir können vom Kundalini-Yoga aus sagen, ja, da steckt noch so viel mehr Energie in uns und diese ganzen Chakras, da sind noch so viele Erfahrungen und was wir bisher erfahren, das ist alles irgendwo relativ. Es gibt noch sehr viel großartigere und schönere und weitere und es gibt andere Universen und Dimensionen. Und im Hatha-Yoga sagt uns dann auch, ja, wenn du mit den Füßen in der Kobra den Kopf berührst, dann ist das ein tolles Gefühl. Und wenn du in Yoga Nidrasana die Füße von hinter dem Kopf verschränkt hast und die Finger hinter dem Rücken verharzt und dann 5 Minuten drin bleibst, das ist ein Feeling da. Müsst ihr mal gemacht haben, um das zu verstehen. Ich unterrichte jetzt momentan nicht so viel Hatha-Yoga, wenn, unterrichte ich meistens irgendwelche meditativen Stunden. Irgendwo letzte Woche war ich in Mainz und da habe ich noch mal so richtig körperlich intensiv alle gefordert. Aber es sollte auch nicht so sein, ich habe es extra aufgenommen, dabei ist der MP3-Player kaputt gegangen. So ist vielleicht doch nicht das, was ich unterrichten sollte. Gut, also da gibt's diese anderen Yoga-Wege und dann heißt auch noch, wir können alles Mögliche für die Gesundheit tun, wir können gesund essen, wir können gesund schlafen, wir können die richtige Menge an, wir können positiv denken, wir können an die frische Luft gehen, wir können Kriyas machen, Nase reinigen, wir können nach unserem Ayurveda, Dosha, Prakriti leben und all das hilft uns, gesünder zu sein. Und wenn man alles machen will, was gesund ist, dann ist der Tag mehr als voll. Und dann heißt es, wenn man sich nur um seine Gesundheit kümmert, ist das auch nicht gesund. Auf Englisch nennt man das Catch-22. Also im Grunde genommen, man kann nicht allen Anforderungen gerecht werden, um es mal so banal zu sagen. Und so ist es notwendig, entweder Bhakti oder Jnana-Yoga dazu zu haben. Bhakti-Yoga sagt, Gott macht alles. Du bemühst dich einfach und lässt alles los und sagst dann, oh Gott, ich kann nicht besser. Bitte hilf du mir, ich weiß auch nicht weiter. Aber ich weiß, du gibst mir die Erfahrungen, die ich brauche und du hilfst mir. Bhakti-Yoga. Vielleicht noch ein einfacherer Yoga, ein praktischerer Yoga als das Jnana-Yoga, wo wir, aber Jnana-Yoga ist auch praktisch. Natürlich, um das Jnana-Yoga wirklich anwenden zu können, dazu wird jetzt heute Abend die Zeit nicht ausreichen, müsste man es tief durchdenken und überlegen, wer bin ich? Inmitten aller Veränderungen, wer bin ich? Irgendwann diesem Wochenende sind einige hier, die ich noch von der guten alten Westerwälder Zeit kenne. Dann sind einige Kinder da, die heute zum Teil keine Kinder mehr sind, sondern gerade volljährig geworden sind und damals 12 waren. Oder Kinder, die damals noch nicht geboren waren und ich als Baby mal gesehen habe. Also Veränderungen, vieles tut sich. Und am Mittwoch habe ich einen gesehen, der hat einen meiner ersten Yoga-Anfängerkurse genommen, die ich jemals gegeben hatte. 1981. Seitdem besucht er immer wieder meine Kurse. Mein treuester Schüler. Inzwischen natürlich selbst Yoga-Lehrer und Kind. Und inmitten all dieser Veränderungen, etwas bleibt gleich. Und dieses, was gleich bleibt, ist das Bewusstsein. Und dieses können wir auch immer wieder spüren. Wann immer wir zu uns selbst kommen, in diesem Moment fühlen wir auch Wonne, Ananda. Und selbst wenn wir vorübergehend nicht in der Lage sind, zu uns selbst zu kommen, wenn wir es mal in der Meditation gespürt haben, wissen wir, es bleibt egal, ob wir jetzt all das erreichen können, was wir sonst so an Ansprüche an uns stellen und was andere an Ansprüche an uns stellen. Wir wissen, es bleibt. Ist so ähnlich wie Babys wissen, Mami ist immer für mich da. Und selbst wenn Mami mal vorübergehend nicht sichtbar ist, sie wird schon wieder kommen. Und selbst wenn ein Kleinkind mal wegrennt, weiß,
notfalls holt mich Mami ein. So ähnlich. Wir haben das unsterbliche Bewusstsein, das ist wie Mami für uns. Es bleibt immer da und wir können uns immer wieder darauf zurückbesinnen, immer wieder spüren. Und egal was passiert, Satchitananda Hum. Wenn wir das mal in der Meditation erahnt haben, gespürt haben, oder wenn wir das mal tief durchdacht haben in Jnana-Yoga durch eine vedantische Analyse, dann haben wir dort eine Festigkeit und eine Ruhe und Gleichmut, aus dem heraus wir alles andere machen können. Swami Shivananda in diesem Lied, das wir eben gesungen haben, geht er noch weiter. Ajaranand, Amaranand, Achalananda Hum. Das heißt, jenseits von allen Veränderungen, jenseits von allen Krankheiten und auch jenseits von Tod. Wir bleiben immer absolutes Sein, Wissen und Glückseligkeit. Also Veränderungen kommen, Krankheiten können auch kommen. Zwar macht uns Yoga insgesamt gesünder, als wenn wir kein Yoga machen würden, zeigt die empirische Forschung. Gestern Abend hatte ich das ja nochmal so schwärmerisch den Teilnehmern der 2-Jahres-Ausbildung nochmal erzählt, wofür mindestens einige der Forschungen. Aber trotzdem, Menschen, die Yoga machen, können auch krank werden. Physisch krank, psychisch krank, so vieles ist dort alles möglich. Zwar weniger als Menschen, die kein Yoga machen, aber es geschieht weiter. Aber wir sind jenseits aller Veränderungen und aller Krankheiten Satchitananda. Dann kommt natürlich diese große Behauptung, auch jenseits vom Tod. Wenn wir es erstmal relativ betrachten, jenseits vom Tod, also zum Beispiel jetzt relativer Tod im Sinne von irgendwas geht zu Ende, also zum Beispiel geht jetzt für viele die 2-Jahres-Ausbildung zu Ende, ein wichtiger Fixpunkt in ihrem Leben, etwas, wo ihr euch immer wieder drauf gefreut habt, einmal die Woche in der Gruppe, ist jetzt zu Ende. Ich habe gehört, manche Gruppen haben schon ausgemacht, sie kommen künftig auch weiter und treffen sich in einer irgendeine fortgeschrittenen Yogastunde, ist eine gute Sache. Aber selbst wenn es so nicht geht, es geht weiter. Oder Kinder gehen außer Haus und fangen an zu studieren, Leben geht weiter. Und Satchitananda bleibt. Oder viele haben vielleicht letztes Jahr einen Arbeitsplatz verloren. Manche haben einen neuen gefunden. Mitten von dem, was aufhört, wir bleiben Satchitananda. Und die Yogis gehen noch weiter und sagen, auch wenn wir physisch sterben, wir bleiben Satchitananda. Sein, Wissen, Glückseligkeit. Und auch das ist immer ein großer Trost, denn natürlich auch Menschen sterben. Und nicht nur wir sterben, sondern auch Eltern sterben, Freunde sterben und so weiter. Vor kurzem hat mir das mal so eine Tante gesagt, es wird einsam, je älter sie wird. Aber es bleibt immer Satchitananda Hum. Gut, damit ist eigentlich schon alles gesagt, damit ist die Grundlage. Nur fürs Praktische reicht das natürlich auch nicht aus. Einfach nur da zu sitzen, Satchitananda Hum, ist zwar ganz schön, aber irgendwo wollen wir auch natürlich das voll erfahren. Und um dies zu erfahren, da beschreibt Swami Shivananda in den Worten Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize. Das ist so das Motto, das er immer wieder gesungen hat, was auch in dem Logo der Divine Life Society steht, mindestens Serve, Love, Meditate, Realize. Mehr als 4 Worte kriegt man nicht in ein Logo rein. Aber es ist eigentlich die 4, Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize auf Deutsch. Diene, liebe, gib, wie geht's nochmal weiter? Reinige, meditiere, verwirkliche. Müssen wir nochmal sagen, nochmal zusammen. Diene, lieb, gib, reinige, meditiere, verwirkliche. Ich war vorher etwas erstaunt, dass als wir es gesungen haben und so viele 2-Jahres-Ausbildungsteilnehmer, mussten wir es mehrmals hintereinander singen, bis ihr endlich wusstet. Aber vielleicht kanntet ihr es nur auf Englisch oder. Das ist nämlich auch letztlich praktisch. Wie entwickeln wir uns? Natürlich, ich habe gestern den Teilnehmern der 2-Jahres-Ausbildung das gesamte Yoga-System in Kreisform gezeigt.
Ihr habt natürlich vieles schon gelernt, auch die am Yoga und Meditation Einführungsteilnehmer, habt einiges gelernt über die 5 Hauptpraktiken des Yoga, habt vermutlich schon etwas über die 6 Yoga-Wege gelernt, ihr habt vor allen Dingen Sonnengebet. Habt ihr schon Sonnengebet geübt? Vermutlich. Jedenfalls habt ihr Tiefenentspannung geübt und die Wechselatmung. Das sind wichtige Dinge zum Üben. Aber wenn es jetzt darum geht, uns spirituell zu transformieren, dann sind diese 6 Worte etwas Wichtiges. Und auch diejenigen, die jetzt schon seit über 12 Jahren dabei sind, und da gibt's ja gerade an diesem Wochenende einige, die schon seit mindestens 12 Jahren bei Yoga Vidya sind und manche sehr viel länger schon auf dem spirituellen Weg sind. Da ist immer wieder gut, auf diese Grundlagen zurückzukommen. Swami Vishnu, wenn man ihn gefragt hat, woran kann man seinen Fortschritt ermessen, hat 2 verschiedene Antworten gegeben. Die eine war, wie weit wir in den Sadhana Chatushtayas gekommen sind. Viveka Vairagya Shatsampat Mumukshutva. Das ist ein anderer Vortrag. Und die 2. Antwort, die er gegeben hat, schau, wie weit bist du gekommen in Diene, Liebe, Gib, Reinige, Meditiere, Verwirkliche. Dienen, das erste dieser Worte. Anderen dienen. Für andere da zu sein. Und man kann das sagen, Patanjali beschreibt das in seinem Yoga Sutra, erwähnt er immer wieder, spricht er immer von Maitri Bhavana. Maitri ist schwierig im Deutschen zu übersetzen. Da wird aus, im Buddhistischen, im Pali Kanon, wird dort Metta Bhavana draus. Es heißt zum einen Liebe, es heißt zum anderen Freundlichkeit, es heißt Mitgefühl, es heißt aber auch tätige Nächstenliebe. Und dieses Maitri Bhavana drückt viel aus, eben dieses Dienen. Und man kann sagen, man kann diese Einstellung des Dienens in verschiedener Weise haben. Das eine ist, man kann sagen, jeden Tag eine gute Tat, Pfadfindermotiv, habt ihr vielleicht schon gehört. Jeden Tag eine Tat, für die ihr nichts zurückhaben wollt. Also die ihr tut, ohne irgendwo einen Hintergedanken zu haben, dass dafür jemand anders euch einen Gefallen zurückgibt. Natürlich, Leben besteht auch darum, der eine gibt was und der andere nimmt was und der andere gibt und man nimmt etwas. Das gehört zum zwischenmenschlichen Austausch dazu. Aber mindestens eine Tat am Tag, wo man nichts für zurück erwartet. Das ist schon mal etwas Wichtiges. Einfach, es ist banal, aber es ist etwas Wichtiges. Man kann das Dienen aber noch weiterführen. Man kann sagen, möge alles, was ich tue, eine positive Kraft im Leben anderer sein. Das ist dann das sogenannte Mahavrata, der großartige Vorsatz, den wir machen können. Wir können sagen, alles, was ich tue, sei dafür da, für andere etwas Gutes zu bewirken. Und das ist dann sehr weit. Das kann heißen, natürlich, man tut aktiv etwas für andere. Aber um anderen etwas geben zu können, muss man auch etwas bekommen. Also zum Beispiel, damit das Beste, was man anderen geben kann, ist Energie, ist Licht, ist ein Lächeln, ist positive Kraft. Also müssen wir dafür Asana, Pranayama, Meditation üben, also spirituelle Praktiken. Und dann üben wir die spirituelle Praktiken, dass wir dann mehr Energie haben und nachher anderen mehr geben zu können. Man kann auch sagen, man muss auch mal, muss irgendwie einen Tapetenwechsel haben, das braucht auch mal irgendwo der menschliche Geist, also, ja, und vielleicht sogar mal Yoga-Ferien machen, nicht nur immer Ausbildungen, sondern mal in Ashram gehen und dort entspannen, oder kann auch ein ganz anderer Urlaub sein, auch das kann man sagen, auch das mache ich, dass ich nachher wieder besser anderen dienen und helfen kann. Ich muss dafür sorgen, dass ich selbst aufgeladen bin, um geben zu können. Und selbst wenn man einfaches irgendeinen Roman liest, kann man sagen, das mache ich, um vielleicht menschliche Natur etwas besser zu verstehen oder auf andere Gedanken zu kommen, um anschließend wieder besser dienen zu können. Es ist diese Grundeinstellung, mein Leben sei dazu da, anderen zu dienen. Also man kann entweder Laghuvrata, kleiner Vorsatz, jeden Tag eine gute Tat, oder Mahavrata, was auch immer ich tue, sei dazu da, etwas Positives zu bewirken in dieser Welt, im Kleinen oder im Großen, für
Menschen, mit denen ich zu tun habe. Man kann sogar noch weitergehen, man kann sogar sagen, möge ich eine positive Kraft im Leben von allen sein, mit denen ich zu tun habe. Wenn man sagt, möge ich das sein, dann schließt man natürlich auch ein, Absicht ist eine Sache, was bei rauskommt, ist eine zweite Sache. Egal, was auch immer man tut, es wird immer Leute geben, denen es nicht gefällt. In schlimmen Fällen wurde Mahatma Gandhi und Martin Luther King wurden umgebracht. Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Gegen Buddha gab es mehrere Mordanschläge. Nach einer Theorie, einer Tradition, ist er einer Vergiftung gestorben zum Schluss. War allerdings 80 Jahre dann alt. Also, wir können probieren, eine positive Kraft zu sein und alles dafür tun. Aber das heißt nicht immer, dass das für andere, von anderen so wahrgenommen wird. Deshalb, es gilt einfühlsam zu sein, es gilt alles zu tun dafür, aber dann loszulassen und schauen, was dabei daraus wird. Dienen. Aber das heißt eben auch, angenommen, ihr kauft im Naturkostsupermarkt und da ist eine Kassiererin. Sie ist nicht die Fortsetzung der Kasse, sondern sie ist ein menschliches Wesen. Angenommen, da ist ein Steuerprüfer, der ist nicht einfach nur Repräsentant eines bösartigen Staates, sondern ist ein Mensch, der seine Pflicht erfüllt. Vielleicht manchmal etwas zu auf eine Weise, die einem nicht ganz passt. Aber das, nichtsdestotrotz, es bleibt immer ein Mensch. Ich hatte irgendwann mal so einen Prozess geführt, das war irgendwie mit Zivildienst zusammen. Und da musste ich bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen, ist jetzt schon fast 30 Jahre her. Und dort zum Schluss habe ich dann meinen Prozessgegner gesehen. Es kam raus, das war ein ganz freundlicher Mensch und er hatte mir so gesagt, ja, es tut ihm leid, dass er mir so viel Unannehmlichkeiten gemacht hat. Er brauchte ein höchstrichterliches Urteil. Dafür musste ich dann irgendwo 5 Jahre irgendwo dort im Ungewissen leben, wo ich im nächsten halben Jahr sein werde. Gut, er hat mir jedenfalls gratuliert, dass ich dann höchstrichterlich dort gewonnen hatte. Also, Menschen haben manchmal ihre eigenen Gründe, weshalb sie so handeln, wie sie handeln. Wir können probieren zu dienen, wir können probieren, eine positive Kraft zu sein. Aber trotzdem, bei all dem heißt es, manchmal muss man auch zum Wohl einer größeren Sache eben auch mal seine Sache machen. Und dann kann es auch mal sein, dass man sich irgendwo durchsetzen muss und dann wird es Menschen geben, denen das nicht passt. Dienen. Und das natürlich, das ist dort eigentlich eingeschlossen, Liebe. Anderen mit Liebe dienen ist etwas Wichtiges. Nicht nur einfach was tun, sondern da muss Mitgefühl dabei sein. Natürlich, mit Liebe heißt jetzt nicht, dass man dort immer so überschwänglich so seine Gefühle kundtut. Das kann es heißen, das liegt jetzt an der Natur. Aber manche Menschen haben eine viel tiefere, eine sehr tiefe Liebe, aber sie zeigen es so nicht. Ihr ganzes Handeln gründet darin, aus dieser Liebe zu anderen und diesem Mitgefühl. Nächster ist geben. Was auch immer wir haben, können wir teilen mit anderen. Geben kann man das, was man hat. Und so gilt es auch zu überlegen, was habe ich eigentlich, was ich anderen geben kann. Nicht sagen, was würde ich geben, wenn ich das hätte, was mein Nachbar hat. Die einen haben materiellen Besitz. Und ich nehme an, diejenigen von euch, die materiellen Besitz haben, haben vermutlich etwas für Haiti gespendet oder für andere karitative Werke. Manche Menschen haben spirituelles Wissen und teilen es in Form von Kursen oder Satsangs. Manche wissen, wie man Yoga macht und geben das weiter. Manche haben die Fähigkeit, freundlich zu lächeln oder zuzuhören oder ein gutes Wort zu sagen. Manche haben ein politisches Engagement, engagieren sich in Gemeinderäten, Stadträten, Kreistagen oder wo auch immer. Also was auch immer man hat,
Das heißt, zu schauen, was habe ich und was kann ich geben? Und natürlich auch, was könnte ich noch irgendwo in mir entwickeln, um es zu geben? Reinige dich, ist der nächste. Reinigen. Im Yoga sprechen wir sehr häufig von Reinigung. Durchaus auch in Analogie der ersten Seligpreisung in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, selig sind, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Also es gilt, unser Herz zu reinigen. Gut, im Yoga reinigen wir den Körper mit Asanas, mit Kriyas, mit reiner Ernährung. Wir reinigen die Nadis, also die Energiekanäle und die Chakras, so kann Energie fließen und so können wir Zugang finden zu höheren Energien. Wir reinigen auch unsere Emotionen, wir reinigen unser Unterbewusstsein, unseren Geist. Und auf diese Weise werden wir immer mehr durchlässig für das, was in uns ist. Vorher sagte ich, Satchit Ananda Hum, unsere wahre Natur, Sein, Wissen, Glückseligkeit. Wenn wir uns reinigen, dann können wir das auch wahrnehmen. Ist so, wenn man in einen Spiegel schaut und gerade vorher geduscht hat, dann sieht man wenig dort. Da ist einfach der Spiegel beschlagen. Wenn man aber der Spiegel klar ist, dann sieht man sich. Vielleicht nicht sich, aber sein Gesicht oder seinen Körper. Und genauso, wenn wir uns innerlich gereinigt haben und dann nach innen schauen, dann sehen wir unsere höhere Natur. Und diese höhere Natur kann sich durch uns hindurch ausdrücken. Meditiere ist der nächste Punkt. Meditation hat verschiedene Stufen. Und zunächst, wenn wir meditieren, dann sitzen wir erstmal und versuchen, unseren Geist zur Ruhe zu bringen. Und es gibt manche Menschen, die kommen sehr schnell zu Wonne-Erfahrungen in Meditation. Manche brauchen Jahre, manche sogar Jahrzehnte, um in tiefere Meditationserfahrungen zu kommen. Auch da sind Menschen unterschiedlich, unterschiedliches Temperament. Aber unabhängig von, Buddha nennt es so, sagt manchmal, Verzückungsstadien sind auch Hindernisse. Oder es gibt einen bekannten Jnana-Yoga-Meister, ein Swami Dayananda, der spricht manchmal davon, für manche Menschen ist Samadhi ein großes Hindernis. Wobei ich ihn irgendwie im Verdacht habe, was er als Samadhi bezeichnet, ist das, was Patanjali eher als Dhyana-Zustand bezeichnen würde. Das heißt irgendwo die Sehnsucht nach inneren Glücksgefühlen, die man in der Meditation, man schwelgt in diesen Glücksgefühlen. Also wer sie hat, ich finde das gut, wer es nicht hat, freut euch. Ihr habt nicht dieses Hindernis, dass ihr irgendwo nach Schwelgsuchtserfahrungen irgendwo strebt. Wirklich tiefe Meditation, die mit Ananda verbunden ist, aber auch mit Chit, mit höherem Wissen und mit Sat, mit erweitertem Seinsgefühl, die kommt dann, wenn wir fortgeschritten sind, in Diene, Liebe, Gib, Reinige. Wenn Swami Vishnu gefragt wurde, wie kann ich meine Meditation verbessern, hat er fast immer gesagt, Serve, Love, Give, Purify. Swami Vishnu hat gar nicht so viel über Meditation erzählt. Wir hier bei Yoga Vidya haben das noch erheblich ausgebaut. Ich habe Swami Vishnu dutzende Mal gefragt. Meistens hat er gesagt, Serve, Love, Give, Purify. Manchmal hat er noch was anderes gesagt. Und daraus habe ich dann eine Meditationskursleiterausbildung gemacht. Und das noch angereichert mit dem, was ich in seinen Büchern, Swami Shivanandas Büchern, Vorträgen von Swami Krishnananda, Chidananda gehört hatte und natürlich, was ich selbst aus meiner reichen Unterrichtserfahrung, Meditationskursen und anderen Kursen dort gefunden hatte. Aber da müssen wir auch aufpassen, inmitten all dieser Ratschläge bezüglich Techniken und Ratschläge, was man noch so alles machen kann, letztlich die Meditation wird tief, wenn wir fortgeschritten sind, in Dienen, Lieben, Geben, Reinigen. Und dann kommt die tatsächliche Verwirklichung unseres wahren Selbst, Satchit Ananda Hum. Damit ist schon viel gesagt. Die nächsten drei Zeilen wollen das nur nochmal ausbauen, dass wir nicht irgendwelchen Missverständnissen zum Opfer fallen. Sei gütig, tue Gutes, sei mitfühlend. Denn manchmal ist zweifellos richtig, wir müssen auch mal, für das Dienen muss man auch mal durchaus Härte zeigen, um es mal so zu nennen.
So, ich hatte vorher angedeutet, an diesem Wochenende haben alle Teilnehmer der Yoga-Lehrer-Ausbildung die Prüfung bestanden, beim letzten nicht. Und dann gab es dort mehrere Teilnehmerinnen, die mit Tränen in den Augen, eine ist sogar in mein Büro gegangen und hat versucht, mich zu erweichen, ihr doch das Zertifikat zu geben. Und was kann ich machen? Zum Wohl aller Yoga-Lehrer, denen es darum geht, von Krankenkassen anerkannt zu werden, von externen Institutionen anerkannt zu werden. Und wenn jemand die schriftliche Prüfung nicht besteht, dann hat er sie nicht bestanden. Er kann sie wiederholen. Da kann ich nichts anderes machen. Da tut mir das in der Seele weh. Und jede Faser meines Wesens sagt, ich kenne diese Frau, sie hat schon viel unterrichten, sie kann unterrichten, der sollte mir ein Zertifikat geben. Und außerdem, ich kann doch jetzt nicht, sie hat sich so drauf gefreut, und wie kann ich das jetzt machen? Jede Faser meines Wesens will das sagen. Und was mache ich dort? Ich stehe dort und sage, geht leider nicht. Und da ist egal, wie viel Mitgefühl ich probiere, ihr zu zeigen und alles Mögliche, sie weint. Gut, also manchmal muss man auch eben so etwas machen. Aber als Grundtendenz, manchmal wird man dann für die gute Sache hart. Da gibt es auch eine gewisse Gefahr dabei. Und deshalb gilt es immer wieder, sei gütig, tue Gutes und sei mitfühlend, sei einfühlsam. Oder irgendein andermal, war ich irgendwann mal während der 4-Wochen-Ausbildung, bin ich mit meiner Frau irgendwo essen gegangen. Das war nicht hier, sondern im vorigen Ashram. War unser freier Abend am Dienstagabend. Gehen wir ins Restaurant rein, die Pizzeria, und dort sitzt jemand und raucht. Unser freier Abend war ruiniert. Aber seine 4-wöchige Yoga-Lehrer-Ausbildung auch. Wir mussten ihm sagen, wenn du rauchst, dann können wir dir zum Schluss Zertifikat nicht geben. Dann kannst du jetzt als Yoga-Ferien weiterbleiben und kannst das Rauchen abgewöhnen. Und beim nächsten Mal kommst du wieder. Und dann haben wir noch irgendwie ausgemacht, beim nächsten Mal wird er die erste Woche das Ashram-Gelände nicht allein verlassen. Hat er mir versprochen. Also, das heißt schon, er konnte mit jemand anders raus oder hätte sich auch dazu nicht verpflichten müssen, aber irgendwo für ihn war es wichtig. Er wollte es ja eigentlich aufhören. Gut, und später hat er das auch tatsächlich wiederholt und ist dann zu einem unserer beständigsten Seminarleiter bis heute geworden. Also war gut in diesem Moment, aber ihr könnt mir glauben, wie leid er mir getan hatte. Er war nämlich ein sehr ernsthafter Aspirant und wollte wirklich Yoga üben. Hat es ja auch dann gemacht. Gut, also, es kann auch mal sein, dass man diese Festigkeit zeigen muss, aber insgesamt sollte Güte und Mitgefühl überwiegen. Das nächste ist dann Adapt, Adjust, Accommodate. Das ist im Deutschen schwer zu übersetzen. Adapt, man sagt gerne anpassen. Und im Sinne des allgemeinen Anpassungsprinzips haben ja die Teilnehmer der Yoga-Lehrer-Ausbildung gelernt. Man kann sich auf verschiedene Situationen einstellen, man kann sich an verschiedene Menschen einstellen. Und was in der einen Situation richtig ist, ist vielleicht in der anderen Situation nicht ganz richtig. Und was gegenüber dem einen Menschen richtig ist, ist gegenüber dem anderen Menschen nicht richtig. Also dort gilt es, flexibel zu reagieren. Und angenommen, man hat Spätschicht, dann wird man anders Yoga praktizieren, als wenn man Frühschicht hat. Und angenommen, man hat sich den Knöchel verrenkt, dann wird man anders Yoga üben, als wenn man gesunden Knöchel hat. Viele Menschen sind starr und dann führt eine kleine Knöchelverrenkung dazu, dass sie dann 6 Wochen kein Yoga üben. Also flexibel sein und sich anpassen. Oder jemand hat irgendwo, merkt im Nacken, tut es ihm irgendwo weh. Und dann sagt er, Augen zu und durch, ich mache weiter meinen Kopfstand und meinen Schulterstand und meinen Fisch und meinen Flug, da muss ich durch. Und dann
Darf man nicht machen. Wenn man merkt, da ist irgendwas, was beginnt, dann muss man die Asanas anpassen an seinen eigenen Körper, wie es für den eigenen Körper angemessen ist. Dann spricht Swami Shivananda noch davon, trage Kränkung, trage Schmähung, trage Beleidigung, das ist das höchste Yoga. Bear insult, bear injury, highest Yoga. Das ist, ich nenne es gerne den Lackmustest. Ich glaube, viele von euch haben das schon oft von mir gehört. Diejenigen, die sich noch an den Chemieunterricht erinnern, um festzustellen, ob eine Flüssigkeit eine Säure oder eine Base ist, gibt man dort so ein Lackmuspapier rein. Wenn es sich rot färbt, ist es eine Säure. Wenn es sich blau färbt, ist es eine Base. Und wenn es sich nicht verändert, dann ist es weder noch neutral. Gut, und genauso, angenommen, jemand beleidigt uns, kränkt uns, dann, wenn wir uns dabei rot färben, dann sind wir sauer. Und vielleicht färben wir uns blau und kriegen den Blues. Ich mache nie mehr etwas. Ich werde niemals mehr mich etwas engagieren. Es hat alles keinen Sinn. Keiner mag mich. Also, wenn uns jemand kränkt oder wenn uns jemand beleidigt oder noch schlimmer, wenn wir hören, jemand anders hat gesagt, dass er von jemand anders gehört hätte, dass jemand anders mitbekommen hätte, dass XY schlecht über uns gesprochen hätte, das scheint in Yoga-Kreisen am allerschlimmsten zu sein. Wenn er es mir doch wenigstens ins Gesicht gesagt hätte. Könnte man noch mit umgehen. Aber nein, hinterrücks. Und mir gegenüber lächelt er immer so und ist so freundlich. Aber dann, wenn ich nichts mitkriege. Eine der überflüssigsten Aufregungen, denen man nachgehen kann. Also wenn wir lernen, egal was Menschen über uns sagen, ich bleibe Satchitananda. Wenn jemand über mich schimpft, werde ich deshalb nicht anders. Es kann sein, dass man mal wegen der guten Sache durchaus mal sagen muss, wenn jetzt jemand anders meine Reputation in Frage stellt, dann wird es nachher meine Fähigkeit, Gutes zu tun, reduzieren. Also werde ich jetzt irgendwo das, was er sagt, zurechtrücken. Aber nicht, weil ich denke, er ist ein schlimmer Mensch, sondern wird auch seine Gründe haben, dass er so handelt und dass er so denkt. Eventuell muss ich mich dort zur Wehr setzen, eventuell muss ich dort die Sachen zurechtdrücken, eventuell muss ich irgendwo rhetorisch geschickt vorgehen. Aber es ist eben nicht, dass man sich jetzt so im Ego so gekränkt fühlt, nur weil jemand anders dort etwas Schlechtes über einen erzählt. Es beeinflusst jetzt unsere wahre Natur nicht, was andere über uns erzählen oder hinter unserem Rücken erzählen. Harahalame Almasta Satchit Ananda Hum. Und darin kann man tatsächlich wachsen. Und Teilnehmer der Zwei-Jahres-Ausbildung, ich habe eine Menge Techniken natürlich noch gelernt, was man dort alles machen kann, um dort drin zu wachsen. Die Teilnehmer der Vier-Wochen-Ausbildung werdet noch einiges lernen. Und je nachdem, in welchem Seminar ihr seid, werdet ihr davon mehr oder weniger lernen. Es ist dieses Praktizieren von dienen, lieben, geben, reinigen, meditieren, verwirklichen. Güte in sich entwickeln, Gutes tun, einfühlsam mitfühlend sein, flexibel zu sein, sich einzustellen auf unterschiedliche Situationen und dann mit Beleidigungen und Kränkungen gut umzugehen. Wenn wir all das tun, dann können wir erfahren, Harahalame Almasta Satchit Ananda Hum. Jetzt muss ich noch einen kleinen Zusatz sagen. Wenn ihr euch bemüht, all das umzusetzen, was werdet ihr erfahren?
Manchmal klappt es besser und manchmal noch besser. Und manchmal merkt ihr, da ist Raum für Verbesserung. Und deshalb, man sollte auch freundlich mit sich selbst umgehen. Es ist okay, hohe Ideale zu haben und es ist okay, immer wieder sich zu bemühen und parallel dazu uns immer wieder bewusst zu sein. Und auch wenn ich mich schon wieder geärgert habe, weil ich gehört habe, dass jemand anders mich über mich gesprochen hat. Auch wenn ich mich geärgert habe, ich bleibe weiter. Satchit Ananda Hum. Und dann wird die ganze Sache etwas spielerischer. Wir wissen, ich bin Sein, Wissen, Glückseligkeit. Ich habe es nicht ganz verwirklicht. Ich arbeite daran, indem ich diene, liebe, gebe, reinige. Und weiß aber, ich bin es jetzt schon, die Verwirklichung kommt, früher oder später. Ich gehe mit Enthusiasmus ran, ich gehe spielerisch ran und ruhe mich immer wieder aus im Bewusstsein. Harahalame Almasta Satchit Ananda Hum.